Ja, bei dem dritten Rennen hast du Albin Theer am Ablauf. Der war letztens stark, sehr stark aus der Pause, wie ich finde. Der lange Weg müsste ihm auch entgegenkommen, oder? Ja, Albin Theer ist nicht ganz einfach. Wenn er mal vom Start weg ist und eine Lage hat, dann ist einfach. Dann ist nicht mehr tragisch, mit dem Rennen zu fahren. Das Problem ist immer ein bisschen der Start. Aber wenn wir das hinkriegen und ich habe einigermaßen Lage, dass ich nicht zu weit weg bin, dann müsste es für die Dreierwette reichen. Zum Gewinnen wird es schwer werden, wenn der vom Herrn Tux eintritt. Glattgehend ist das das Ziel. Ja, denke schon. Drittes Rennen, unsere erste Viererwette. Du bist Catch-Driver bei Griepower Jet. Der hat dich letztes Mal selber bezwungen. Mhm. Ich habe im Einlauf ein bisschen beobachtet, skeptisch noch ausgeschaut, aber du konntest ihn nicht mehr halten. Nein, der kam mit einem ganz schönen Schwung daher und aus unmöglicher Position. Er ging echt wieder stark. Die 17-3 in Straubing sind auch eine Hausnummer. Stimmen die? Boah, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Wieso sollen sie nicht stimmen? Die wurden gemessen. Aber Kaschamur ist ein Bomber. Ja, das ist ein Bomber mit dem kleinen Mann hinten drauf. Das sieht schon gut aus, das Gespann. Ein Gegner ist er nicht wirklich, oder? Der Griepower-Jet, wenn der Kaschamur drauf geht. Ja, letztes Mal, ich verfolge ihn ja immer, auch wenn ich nicht drin bin, letztes Mal in Straubing, es sieht immer nicht so ganz überlegen aus. Hat immer zwei Spuren vielleicht drauf. Vielleicht liegt es daran, dass der Marian die Leine bei ihm vielleicht ein bisschen zu kurz hat, das weiß ich nicht. Aber ja, man wird sehen. Aber er ist schon ein ganz starkes Pferd, der Kaschamur. Aber sonst auch mit Kolbe und Alvin T. ist er durchaus gut besetzt bei dir. Auch Evry war noch nach der Pause. Also ja, also das ist jetzt nicht ganz sicher, dass ich da... Aber normal bist du der Anspieler, weil in der Viererwette solltest du landen, oder? Ja, das auf alle Fälle. Er ist auch ziemlich sicher jetzt. Er geht super durch die Bögen. Jetzt ist es wesentlich ruhiger geworden und ja, müsste klappen mit der Viererwette. Josef Spaber zum 14. Mai. Drittes Rennen, wir fangen gleich mit der Viererwette an. Redetech, die ersten Formen dieses Jahr waren anständig, du warst nicht ganz zufrieden. Jetzt war er letztes Mal nur Zehnter. Was war da los? Er hat letztes Mal der zweite Reihe gehabt, hat im ersten Bogen einen Fehler gemacht. Und zwar, wo er das Pferd zurücknehmen wollte und wollte es auf die zweite Spur runterziehen, hat er sich gegen das Gebiss gewehrt, hat den Kopf geschüttelt und ist dabei angesprungen. Hat ca. Ja, 30, 40 Meter verloren. Und dann bin ich als Letzter hinterhergefahren, aber er war dann am Schluss, also am Ende, also er hat nichts mehr drin gehabt. Und bei dem Rennen müsste er trotzdem Dritter, Vierter müsste er da werden sein. Also zwei ganz gute Ros drin. Das ist der Kaschamur, Griepower, Jet und vielleicht nur Albin T. Der hat mir letztes Mal gut gefallen. Spät eingesetzt worden und ist noch gut runtergelaufen auf dem zweiten Platz. An Kaschamur führt aber normal kein Weg vorbei, oder? Drauf gehen. Glaube nicht, der hat jetzt die letzten Rennen immer super gewonnen und ich glaube, dass immer der lange Weg nichts ausmacht, die 2600 Meter. Müsste normalerweise der Standsieger sein.